Soundstripe. Dass Kunst auch ziemlich interessant sein kann und nicht nur an die trockene Schulzeit erinnern muss, das beweist seit 2001 der Kunstfreitag in Friedrichshafen. Angefangen als kleine Idee mit nur wenigen Institutionen, ist es heute zu einem besonderen Event in der Bodenseeregion gereift. Und noch dazu kostenlos mitsamt Shuttlebus. Ziel damals wie auch heute, Aufmerksamkeit für Künstler und Institutionen der Region zu gewinnen und ein größeres Publikum anzuziehen. Heutzutage wird der Veranstaltung aber noch eine wichtige Funktion zuteil. Der Kunstfreitag ist wirklich die barrierefreie Möglichkeit, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und das in den 8 großen Institutionen, die Friedrichshafen zu bieten hat. Wir öffnen alle unsere Pforten, Türen und Pforten kostenlos. Das heißt, wer immer schon mal einen Blick in die Programme werfen sollte, der sollte das auf jeden Fall am Kunstfreitag tun. Und Kunst ganz allgemein ist natürlich ein Medium, ein Vehikel, um sich ganz breit gefächerten Fragestellungen zu stellen. Den Verdienst am langjährigen Erfolg haben natürlich die verschiedenen Ausstellungsorte und Beteiligten. Alteingesessen wie auch jung und frisch mit neuen Ideen. Dieses Konzept trägt sich in diesem Jahr auch durch das Event. Nicht zuletzt fällt das schon bei der Optik des Flyers auf. Und auch generell war der Nachwuchs stark involviert. Der Kunstfreitag ist traditionell allen Gruppen offen und seit ich das seit 3 Jahren inhaltlich gestalten darf im Namen des Zeppelin-Museums, haben wir versucht, auch ein, wie soll ich sagen, zeitgenössisches Programm zu etablieren. Wir hatten Konzerte und große Performances hier im Haus und gehen dieses Jahr noch einen Schritt weiter, nämlich dadurch, dass wir aktiv mit den Studierenden der Zeppelin-Universität ein Programm entwickelt haben, das eine Performance als Eingang hat zur Eröffnung und wir eine Closing Party mit der berühmten DJ aus Berlin mit Mobile Girl oben an der Zeppelin-Universität ab. Was aber trotz Party nicht zu kurz kommen darf, ist die Kunst. Im Zeppelin-Museum lädt eine Ausstellung zum Thema Wege in die Abstraktion zum Besuch ein. Ob auf eigene Faust oder bei 2 kostenlosen Führungen. Die Ausstellung Wege in die Abstraktion zeichnet nach, wie sich Willy Baumeister, ein berühmter Vertreter der Abstraktion Anfang des 20. Jahrhunderts, und seine Schülerin Martha Höpfner gegenseitig beeinflusst haben. Formal wie persönlich, wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus beide aus der Öffentlichkeit zurückgetreten sind und trotz Berufsverbot gewissermaßen weiterhin abstrakt gearbeitet haben. Und wir legen damit einen besonderen Fokus natürlich auf Martha Höpfner, eine Pionierin der abstrakten Fotografie, die bislang nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ihr zusteht und die wir anlässlich auch einer Neuinterpretation der Moderne gewissermaßen hier in den Fokus stellen. Beide Künstler haben eine lange Zeit am Bodensee verbracht und hier gewirkt. So auch Burkhard Beierle. Die Werke des fast 90-jährigen Konstanzer Architekten mit dem Titel Auf Abruf im 90. sind von Bernd Lutze persönlich ausgewählt worden. Neben seinen ständigen Überarbeitungen, etwa auf alten Skizzen oder ausrangierten Landkarten, ist Beierles Steckenpferd vor allem eines. Soundstripe. Er ist vom Haus aus Architekt, hat Architektur studiert und früher in den 50er Jahren oder wann er studiert hat, war es Verpflichtung für einen Architekten, dass er ein Bauhandwerk erlernt. Und er hatte ein Holzhandwerk erlernt, Schreinerhandwerk. Und dadurch ist er in Verbindung gekommen mit Holz, mit dem Holzschneiden, mit dem Holzschnitzen. Und daraus entstanden dann Holzschnitte, Linolschnitte bei ihm. Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Der größte Werkblock ist heute am Niederrhein in Kranenburg. Und deswegen, weil wurde ich dann auch auf ihn aufmerksam und habe ihn das erste Mal, glaube ich, 1981, soviel ich weiß, ausgestellt. Und jetzt ist die 9. Ausstellung von ihm, weil ich dann das so kürzer Galerie Lutze immer wieder eine gewisse Treue, dass ich die Künstler, die ich mal ausgestellt habe, dass ich die auch immer wieder zeige. Egal, was sie zwischendurch auch für Krisen durchmachen. Die Treue hält Bernd Lutze auch bereits seit Beginn dem Kunstfreitag. Deshalb freut er sich auch immer über neue Gesichter, die seine detaillierten Führungen durch seine kunstvollen Räumlichkeiten besuchen. Auch wenn er selbst deshalb kaum was vom Kunstfreitag mitbekommt. Am Kunstfreitag schaue ich mir gar nichts an. Das ist klar, weil ich ja jetzt ganz alleine hier bin, bis in die Nacht rein. Und dann gehe ich natürlich auch rum, gerade weil ich auch früher war ich 2. Vorsitzender im Kunstverein.
habe da immer noch so Tätigkeiten. Ich mache den Grafikmarkt des Kunstvereins, den betreue ich, der immer Ende des Jahres dort stattfindet. Und schaue da natürlich ständig in den Kunstverein rein auch, schaue mir dort die Ausstellung an und natürlich auch bei den anderen Institutionen. Nicht, dass ich da immer zur Eröffnung hingehe, aber da doch gelegentlich schaue ich mich da auch um, das ist klar. Egal ob Abstraktionen, jahrelange und akribische Überarbeitungen oder doch etwas ganz anderes. Beim Kunstfreitag darf jeder einfach mal kostenlos einen, vielleicht auch ganz anderen Blick in die künstlerische Welt des Bodensees werfen.